In den 2000er Jahren erlangte Baselitz eine große künstlerische Freiheit und unser großer Raum, in dem wir hier stehen, manifestiert dies aufs Deutlichste. Ich möchte das eine Bild erwähnen, das ein Selbstbildnis ist, in dem er ein Bild malt, in dem er sich auf einen von ihm verehrten Künstler, nämlich Willem de Kooning, bezieht, einem amerikanischen Expressionisten, den er schon Ende 50er Jahre in Berlin entdeckt hat für sich und der ihn immer fasziniert hat, wohl auch, weil er ein Europäer in New York geblieben ist. Er ist ja als junger Mann ausgewandert von Rotterdam nach New York. Und nicht nur dieser biografische Aspekt war wohl für Baselitz interessant, sondern auch, weil de Kooning immer auch eine Art dritten Weg gesucht hat oder sehr oft einen dritten Weg gesucht hat zwischen eben Abstraktion und Gegenständlichkeit. Und dieses Bild hinten, das von unglaublicher malerischer Virtuosität ist, auch der Farbklang des Bildes ist betörend, bezieht sich eben in wunderbarer Weise auf Bilder des von ihm verehrten de Kooning. Was man an diesem Bild auch sieht und vor allem an der Skulptur, die in der gleichen Zeit entstanden ist und die auch motivisch eng mit dem Bild verwandt ist, ist Baselitz' Sinn für das Groteske, für das Ironische, für das Selbstironische. Das Groteske ist ja ein Element, das wir schon in allerersten Bildern in den 60er Jahren entdeckt haben, diese Übersteigerung eben von Wirklichkeitselementen. Hier jetzt ausgespielt an sich selbst und seiner Frau Elke, dieses Doppelporträt, plastische Doppelporträt eines älteren Paares, dem eben sozusagen nichts erspart bleibt von der Haltung, von der Kleidung her, ist das alles sehr schräg und wunderbar, eben auch selbstironisch. Gleichzeitig immer bei Baselitz natürlich auch wieder andere Dimensionen, andere Lesarten möglich. Neben diesem ironisch-grotesken gibt es auch ein sehr ernsthaftes Moment, nämlich Baselitz, die männliche Gestalt, hält eigentlich hinter seinem Rücken einen Totenkopf. Also da ist natürlich der Hinweis auf die Endlichkeit gemeint, Memento Mori. Und es ist kein Zufall, dass die Frau, die ihm gegenübersteht, eine überdeutliche Uhr an ihrem Handgelenk hat. Also da gibt es ein Wechselspiel, auch ein Ping-Pong-Spiel sozusagen auf der inhaltlichen Ebene zwischen diesen beiden aufeinander bezogenen, in der Gestaltung, in der Haltung, in der Farbigkeit aufeinander bezogenen Figuren.